ewige Jagd. Todesbischer Rexha befähigt einen Herrn von Todesbrechern Diener. Schickt sie in den Tod, er weckt sie wieder und erledigt den Gegner selbst mit grotesken Zombies dann. Ja, ohne Todesbrechern wird da nichts. Uns fehlt Todesbrechern hier. Haben wir es auch bald geschafft. Rexha gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Lass die Jagd beginnen. Gut, das müsste man erstmal einen schwachen Tos reden. Haben. Nur teure Karten. Grüße. Grüße. Deckt eine Kopie eines Dingens in deinem Deck. Ist jemand verletzt? Ich bin der Schuppe auch schon länger nicht mehr in meinen Decks. Ist auch ein Riesenpfeil. Verglichen mit dem Tauren ist der nochmal 10 Nummern größer. Bin ich gerade klein. Nein! Diese Bestien sind niemand! Wollt ihr ewig leben? Not cool. Ach komm. Gegner heißt Led Zepp. Ist ein schöner Name. In Ideen zerbringen. Oh no. Gespielt hatte ich den. Aber jetzt hätte ich auch Kern nehmen können. So drei Kerns mit drei Banes wäre schon hart gewesen. Gut. Er gibt uns noch eine Chance. Ist nah. Eure Magie wird euch nicht retten. Das ist gerade eine schleppende Runde. Ja, fahr dann noch 12 Mal rum. Spiel jetzt mal wie er.
Stunden mit der Maus im Kreis fahren, ey. Die Tiere haben sich von mir abgewandt. Schau, was für große Schwächer. Die Tiere. Damit bin ich besser fressen. So viel hat das jetzt aber auch nicht gemacht, was mir gerade auffällt. Ich habe noch Verseuchen. Wie ich besser fressen kann. Na komm. Du hast noch einmal. Verzeih nicht. Die Erdenmutter ist nah. Von Kasakos. Komm. Warum habe ich immer die langsamen Gegner? Immer so professionelle Nasdormu-Spieler, die alles in 15 Sekunden gebacken kriegen. Aber das ist, glaube ich, schon zu viel verlangt. Schon mal dicke Oschis auf dem Feld. Komm schon. Wenn du nicht so trüllt, hast du in 2 Runden ganz schnell verloren. Bin ich glücklich. Es wird ganz schön müde, wenn die Gegner so lahmarschig sind. Ja, komm. Boah. Diese Bestien sind niemand! Auf in die Bresche! Ich weiß gar nicht, ob die beim Tod dann auch noch als Todesröchchen zählen. Das ist eigentlich kontraproduktiv mit Hinzert. Das kriegen wir schon hin. Mit meiner Hand habe ich 19.
oder so. Jetzt noch was machen kann. Gut gespielt. Raus aus meinem Dschungel! Ja, ja, ja. Gibt auch ein wenig kampflos auf. Die Tore sind geöffnet. Hat er nur nicht gedauert, aber das war ein fettes Deck. Das ist halt ein gutes Todesbrechen-Deck. Nee, war das nicht. Ziemlich langsam war es auf jeden Fall. Pestilenz, oh, hier geht's um Gula. Verderbt die Wildnis und stellt die Natur auf den Kopf. Befehligt einen Schwarm von giftigen Spinnen, Skarabäen und großen Spottdienern, um ihre Gegner zu zerschmürben. Und Ghoul. Ich gebe jetzt einfach mal Ghoul ein. Ghoul. Gift. Da kommt dann immer noch hier der Schnecki. Das wird auch wieder ein chaotisches Deck. Aber wir werden sehen. Wir haben ja die Schnecke. Kann ja so einiges. Malfurion gegen Malfurion. Akuma-I. Die Wildnis schützt. Die Natur muss bewahrt werden. Akuma nicht so lassen. Grüße. Cool. Ostdeutscher Vrkul. Ein Vrkul. Mini Anubarak. Das sieht witzig aus. Finde ich sehr cool. Gar nichts, aber egal.
Danke. Das hat sich eigentlich gut kombinieren lassen. Dann noch Happy Go. Wäre mal wissenswert. So, ne, erstmal drei Karten ausspielen. Das fällt voll knallen. Hier sind die Karten an sich halt, die haben echt gute Werte. Da geht gar nicht mal so um die Effekte. Wo soll ich zuschlagen? Der zweite Zauber. Das hatte viel Schönes. So, Endspurt, die letzten drei.